Ja, Hallöchen zusammen zum nächsten Part. Pokémon Rubin in der Nuzlocke Challenge. Und ja, wir sind hier in Faustauhafen. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich wage mich jetzt in die schöne Arena hier. Nur damit ihr einen Überblick habt, wie es denn hier aussieht. Ich habe eigentlich alle Pokémon, bis auf hier das New Mario, auf Level 15. Ja, New Mario, einfach weil ich dazu nicht gekommen bin. Tut mir leid an der Stelle. Da, ich glaube aber nicht, dass es uns sehr viel in dieser Arena helfen wird. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir diese Arena überhaupt hinkriegen werden. Ich habe verdammten Respekt eigentlich gerade vor dieser Arena, weil wir eigentlich nichts gegen die Pokémon, die es hier gibt, haben. Das ist ein echtes Problem. Ich glaube, ich setze dafür für die ganze Sache Dante aber nach vorne. Da Dante wenigstens noch einigermaßen. Ich gehe davon aus, dass diese Pokémon einen sehr hohen physischen Angriff haben werden. Und ich meine, das hier hätte eine, ja, eine ziemlich gute physische Ver Ja, es geht. Also ich denke, wir laufen ganz gut damit, oder? Ich weiß nicht. Also ich bin gerade, ich bin ein wenig am Überlegen. Ja. Problem ist, also ich glaube, wir sind wirklich mit Hydropia am besten. Makuhita könnte man jetzt auch drüber nachdenken, weil das eigentlich auch ziemlich gut war, aber ich glaube, die werden auch eine ziemlich gute physische Verteidigung haben. Und dazu kommt es halt, dass teilweise auch Psycho-Pokémon eingesetzt werden und ich hab Angst, ganz ehrlich. Also es wird verdammt nochmal gefährlich. Ich hoffe, Level 15 reicht. Ich will jetzt auch nicht zu weit leveln. Ist auch die Sache. Deswegen, ja. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal hier an und schleichen uns durch diese Arena. Hier hatten wir die erste Trainerin. Hallo. Du forderst mich heraus, dann wundere ich nicht, wenn du weinst wie ein Baby. Ach mein Gott. Ich werde mich auch nicht wundern. Ich weiß, dass ich das tun muss, aber. Oh Gott. So, Kämpferin Laura. Hi, Meditie. Ja, Meditie, das wäre schon das erste Problem, wenn wir nämlich, das schöne Makuhita einsetzen würden. Ja. Das Ding ist auch Typ Psycho. Und Typ Psycho gegen Typ Kampf ist erstmal grundsätzlich für einen Arsch. Ich meine jedenfalls, dass es Psycho-Attacken hat oder zumindest lernen kann. Und dementsprechend ist meine Sorge dann doch ziemlich berechtigt, glaube ich. Und ich. Oh Gott, ey, ich hab so einen. Ah, ich hab Angst. Konfusion. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, das geht. Oh, bitte, bitte, ey. Das wird so krank, die Sache. Das wird. Boah, Hilfe. Ich hab so eine wahnsinnige Angst davor, Mann. Ich hab so eine wahnsinnige Angst. Ah, oh, Hilfe. Meditie erledigt. Gut. Es gibt schöne EP für Dante. Schluchz, Schnief, ich habe verloren. Ja, das ist dein Problem und so. So, ich bin mir ziemlich sicher. Ich hab. Na, komm. Meine Steuerung geht gerade ein bisschen lahm oder sowas. Keine Ahnung, was da los ist. Ich habe bestimmt irgendwo einen Trank oder sowas. Hier, ja, 5 Stück. Das ist alles toll. Da setze ich gleich direkt einen ein. Ich will nicht mit zu wenig Dings da irgendwo reinmaschen. Ich glaube, hier ist der nächste Trainer. Oder? Nee, ist nicht. Okay. Hier ist nix. Okay, dann ist der nächste hier. Hi. Die macht bestimmt alles. Komm schon. Oh Gott. Na, oh, Hilfe. So, Schwarzgurt. Mach Holo setzt der ein. Mach Holo. Level 14. Okay. Es wäre eine Überlegung wert, glaube ich. Ich setze jetzt erstmal Aquaknarre ein und schau mal, was das so abzieht. Fußkick, okay. Gut, okay, das kriegen wir auch mit Dante hin. Es wäre gut, wenn wir Dante weiter leveln, weil, ja, wir da halt. Na. Ich bin am Überlegen. Ich bin echt noch am Überlegen. Es ist ein bisschen spät, dass ich das tue. Fuck! Nein, ein Volltreffer. Scheiße! Oh nein. Kacke. Was jetzt? Scheiße. Ah, ich setze Ballzocker ein. Oh Gott, 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 Gott. Gott.
Geist, Typ Geist. Ich probier's aus. Nee. Besonders viel zieht das nicht. Oh Gott. Ey, ich werde hier umkommen. Ich werde hier umkommen. Ich sag es euch. Die B-Zocker hat da nichts gegen zu sagen. Und. Oh Gott, scheiße. Fußkick. Oh nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Oh Gott. Ich versage kläglich. Ich versage kläglich. Die zwei Pokémon, auf die ich jetzt alle Karten gesetzt habe, sind verreckt. Oh, Kacke. Kopfnuss, komm. Oh Mann, Leute. Nicht genug macht. Doch, eine Ecke macht. Ganz, ganz viel macht eigentlich. Du scheiß Penner. Oh, was soll ich machen? Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt hier großartig weiter trainiere, weil... Nein. Was tue ich jetzt? Scheiße. Erstmal heilen. Die Quatsch, nicht erst heilen. Schwachsinn. Ablegen. Du musst raus. Tut mir leid. Ja, du gehst auf eine falsche Box gerade, aber egal. Dich lege ich auch ab. So. Nicht nehmen. Bewegen. Bewegen. Ach, Leute. Oh, scheiße. Oh. Kacke. Scheiße. Oh, das ist doch für den Arsch, ey. Das ist doch so für den Arsch gerade, ey. Gehe ich damit jetzt rein oder was tue ich jetzt? Ich kann... Pokémon kann ich sowieso nicht mehr fangen. Großartig. Das Twist auf der Box, das bringt mir gar nichts. Das brauche ich gar nicht trainieren. Das ist... Wenn ich jetzt drauf gehe, dann ist es halt so. Das bringt mir auch nichts. Ein zusätzliches Zickzack, das ist auch nur Kanonenfutter. Ich guck jetzt, dass ich damit irgendwie durchkomme, ey. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich da noch großartig sonst machen könnte. Ehrlich, ich hab nicht den leisesten Schimmer. Ah, Mann, ey. Ich glaube, ich werde dabei so drauf gehen, aber egal. Scheiß drauf. Los geht's. Ich bin Camilo, der Innenleiter von Faustau Hafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Aus ganz vielen Zickzacks. Oh Gott. Das Spiel hasst mich. Ein Macholo, Level 17. Oh fuck. Ich fange mal mit Aufruhr an. Scheiße. Scheiße. Ganz kurz. Scheiße. Oh Mann, ey. Wir greifen zuerst dann. Aber es kann trotzdem angreifen. Scheiße. Ach Mann. Ja, ein Volltreffer. Danke. Scheiße. Oh Mann. Schreck zurück. Huey. Setz Karate-Schlag ein. Wenn es jetzt ein Volltreffer ist, ist es weg und... Ja, es ist auch so weg. Okay. Ja, scheiße. Ich glaube, wir kommen an ein Ende. ein Ende einer sehr kurzen Naslock-Challenge. Ja, wir können Platscher einsetzen. Huey. Nichts geschieht. Oh Wunder. Das überlebt hat? WTF? Ey, sorry, aber du überrascht mich nochmal zum Ende, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wofür, warum, weshalb, aber ich hatte eigentlich jetzt damit gerechnet, dass der One-Hit weggeht. Ah, ja. Ja. Scheiße. Oh, herrlich, herrlich, was tue ich jetzt? Ja, klar, ich habe mich auf eine Naslock-Challenge eingelassen und an die Regeln muss ich mich auch halten. Ähm...
Es war scheiße. Leute, es war ganz ehrlich, es war scheiße. Es tut mir leid. Also, es war eigentlich nie wirklich die Planung, dass ich es wirklich bis zur Liga schaffe, wenn ich ehrlich sein soll. Aber jetzt schon dabei drauf zu gehen, das war eigentlich nicht vorgesehen. Ich habe eigentlich darauf gehofft. Ich weiß nicht, also es sah von Anfang an eigentlich scheiße aus, wenn ich ehrlich sein soll, wenn wir zwei Zickzacks auf den ersten beiden Routen schon fangen. Das war schon mal scheiße. Als ich dann das das Wurmpel, Wurmpel ist das Englische. Als ich das Wurmpel dann gefangen hatte, da war ich ziemlich glücklich, weil das Wurmpel hat mir ziemlich gut gefallen. Papinella anschließend hätte diese Arena echt geraped, wenn ich ehrlich sein soll. Das hätte da fertig gemacht ohne Ende. Dass es dann aber von dem Nasknet one-hitted wurde, damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es. Nicht, dass es one-hitted wird. Scheiße. Ja. Danach haben wir einen Flurmüll gefangen. Das war auch nichts Großes. In Zickzacks hatten wir dann ja auch noch gefangen. Das waren viel zu viele Zickzacks, meine Güte, ey. Das war echt für einen Arsch. Tut mir leid, das ist echt für einen Arsch gewesen. Ah. Ja gut, dann das Makuhita. Das wäre zum Ende hin. Also, ich weiß nicht, was wäre als nächstes gekommen. Als nächstes wäre jetzt, ja, der ganze Strandscheiß gekommen, da wären wir irgendwie durchgekommen, das wäre alles kein Problem gewesen. Anschließend die Elektroarena, die wäre kein Problem gewesen. Anschließend die Feuerarena, auch kein Problem. Aber. Ah. Scheiße. Einfach scheiße, tut mir leid. Gut, okay, ich will jetzt auch gar nicht zu viel labern. Ich weiß nicht, wann ich das hier jetzt veröffentlichte. Ob ich es überhaupt veröffentliche. Ich denke eigentlich schon. Ich weiß, es war ein Fail und vielleicht ist es ja ganz unterhaltend für einige. Ich gehe mal einfach davon aus. Also Naslog finde ich eigentlich ehrlich gesagt immer unterhaltend, auch wenn ich jetzt total dabei gefailt bin. Shit happens, ne? Und naja, ich werde mir jetzt für den Rest der Ferien, vielleicht werde ich jetzt auch einfach sagen, hey, ich lade das jetzt einfach so ganz random einfach hoch, wenn ich gerade Bock drauf habe oder sowas und gar nicht so an den Urlaub oder sowas gebunden. Und schaue mir dann irgendwelche anderen Sachen nochmal an, wo ich gerade echt nochmal Bock drauf hätte, das wäre irgendwelche Hacks oder sowas, weil ich hatte ja Flora Sky gespielt und ich plaudere schon wieder ohne Ende, ne? Egal, mache ich gerne. Ja. Ich würde dann einfach sagen, wir beenden diese Naslog-Challenge jetzt. Und ich freue mich, wenn ihr nochmal bei irgendeinem anderen Projekt mir zuschaut, wie ich komplett durch die Gegend faile. Und naja, vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle dann. Und wir sehen uns wann anders wieder bei irgendeinem Projekt von mir oder whatever. Bis dahin, tschüss.